22. Juli 2010. Guten Morgen, Kollege. Du hättest an diesem schönen Sommertag eigentlich frei. Fährst jetzt aber den IC 231 von Trier Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof. Normalerweise fährt dieser Zug mit einer Baureihe 181. Diese ist aber wegen eines technischen Defekts ausgefallen. In so einem Fall hilft Regio mit der Baureihe 143 aus. Da du einer der wenigen Leute bist, der diese Lok fahren darf, übernimmst du heute die Leistung. Gute Fahrt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play im Train Simulator Classic. Heute mal wieder mit einem schönen Szenario von Malte Jensen. Grüße gehen raus. Und zwar fahren wir hier den Intercity 231 mit Fahrziel Norddeich-Mole von Trier Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof. Ich wünsche schon mal vorab hier viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, los geht's. So, Freunde, und damit willkommen im Führerstand unserer 143. Hier ist nochmal die komplette Geschichte des Szenarios. Rüste die Lok fertig auf und lass die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 7.07 Uhr. Hinweis, das Signal hinter dem Ausfahrtssignal von Trier Hauptbahnhof zeigt Halt. Erwarten, die Tab-Taste darf hier benutzt werden. Vielen Dank auch. Grüße gehen raus an Malte Jensen. Das ist übrigens ein erster Teil. Ich gehe mal fest davon aus, dass ein zweiter Teil noch folgen wird. So, das nehmen wir weg. Wir rüsten die 141 auf, beziehungsweise ist nicht die 141, 143. Entschuldigung für den Versprecher. So, ich höre gerade, der Kompressor läuft schon. So, was wir jetzt hier noch brauchen, wir machen als allererstes die Türen auf. Dann Fahrtwendeschalter nach vorne. Zugbremskraftwillen brauchen wir nicht, das ist okay. Hilfssteuerung ist auch an. So, wir aktivieren SIFA und die PZB. LZB haben wir keine. So, dann machen wir noch Pultbeleuchtung an. Auch nochmal eine Bremsprobe. Funktioniert auch alles einwandfrei. So, Instrumentenbeleuchtung war ja schon, dann habe ich gesehen gehabt. Das schalten wir auch ein. So, dann machen wir noch Zugspitzenlicht. Ach, das war auch schon dann. Da kommt noch einiges reingefahren, so wie es aussieht. In 2 Minuten geht es hier los. Hier steht schon ein Bauzug. So, was haben wir denn hier alle? Wir haben sogar hier Zugzielanzeigen. Perfekto. Da sieht die Köln Hauptbahnhof, Bremen Hauptbahnhof. Na, schön. Die sind auch aufgehängt auf meinem Szenario mit dem Regionale Express 34, glaube ich, von der von Hagen nach Siegen Hauptbahnhof geht. Das Szenario kommt auch bald raus und das wird auch per Let's Play. Wer es gerne Let's Playen will, kann sich gerne bei mir melden. Also überhaupt keine Frage. So, dann haben wir hier 628er. Auch hier rasseln die Diesel herrlich. Da ist ein Regionalexpress. Was fährt hier? Oh! Schön. So, ich würde sagen, wir steigen in unseren Führerstand und ich hub gleich mit und dann erwarten wir jetzt auch in Kürze die Abfahrt. Okay, so. Dann würde ich sagen, Türen sind geschlossen. Dann machen wir uns auf den Weg.
paar Motorlüftern laufen an, perfekt, es geht alles automatisch. So, wir haben für Ausfahrgeschwindigkeit 40. Befreiung auch gleich drin. So, er sprach von dem Signal hinter dem Ausfahrtssignal. Mal gespannt, welches damit gemeint ist. Du musst noch die Ja, Ansagen sind auch dabei, aber lieber Malte, die sind sehr leise. Wechsel jetzt schon dazwischen gequasselt, damit man dann überhaupt was hört. Ja, jetzt bin ich gespannt, wann dieses wunderschöne Signal kommen soll, dass da mit der Tab-Taste betätigt werden soll. Das ist hier wohl schon ein Hinweis. Erteilt. Das war dann damit gemeint. Wir fahren 40, das ist erstmal okay. War das vielleicht das kleine Zwergsignal gemeint hier? Ach, das ist ja gar nicht, das ist eine Geschwindigkeitsanzeige. Na toll. So, links sind wir gerade dran vorbeigefahren. Baureihe 218. So, wir warten noch einen Moment, bevor wir beschleunigen. So, dann beschleunigen wir mal auf 70. So, also wie ihr seht, es kommen nicht nur Let's Plays von eigenen Szenarien, es kommen auch Let's Plays von anderen Usern, sprich hier wie Malte Jensen und so weiter. Und Frankfurtbahn, Grüße gehen raus an Frankfurtbahn. Ja. Zwei kleine Szenarien für den TSW 4 sind auch vorbereitet, dann mit eigenen zusammengestellten Zugverbände. Gehen wir auf 100 hoch. Lasst euch überraschen, das eine spielt auf der Hamburg-Lübeck und das andere, zweite Szenario, ein Zugverband mit der 193 und der 103, dann auf der Strecke München-Augsburg. Ich hatte eigentlich im letzten Let's Play von Lotus angekündigt gehabt, dass eigentlich jetzt hier im Train Simulator Classic eigentlich das Szenario mit dem ICE 3M kommen soll. Das habe ich ganz kurz verworfen und umgeplant. Stattdessen kommt dann hier erst einmal das Szenario von Malte Jensen heraus. Wow, rechts auch wieder einiges abgestellt.
Wir fahren jetzt gleich erstmal in den 80er Bereich. Das ist die Strecke Koblenz-Trier, Reloaded oder Remastered, wie auch immer genannt. Sieht so schon mal ganz nett aus. Hier, was kommt da wohl auf uns zu? Sieht aus wie eine E25. Jawohl. Das Wetter ist nicht gerade so berauschend augenblicklich. Ich hoffe, dass es nicht noch anfängt zu regnen. Durchqueren wir gleich eine Runde. Ich bin mal gespannt, was die Entwicklung so für den Train Simulator Classic noch gibt. Die Rede war ja von besseren Grafik-Engine, wenn ich mich nicht irren sollte. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, und wie gesagt, also im TSW tut sich auch einiges. Es haben sich ja einige User mittlerweile zusammengetan und bauen da einige Strecken, wie zum Beispiel mal Pultbeleuchtung an. Friedberg, Frankfurt, dann ist die Rede von Hannover, Hamburg, das wird absolut ideal, da machen sich auch endlich mal Intercity und ICE-Züge mehr Sinn. Und dann warten wir endlich, wird mal dem TSW ein bisschen Leben eingehaucht. Natürlich dann wieder, was dann demnächst herauskommen soll von DTG. Salzburg, Rosenheim. Warum DTG da nur kurz das Strecken baut, ich kann es nicht vorher nachvollziehen. Andere User setzen sich hier hin, dank des mitgelieferten Editor wird das ja nicht mal ein bisschen verwirklicht. Die bauen natürlich größere Strecken. Finde ich klasse. Respekt an alle Streckenbauer vom TSW, bin echt gespannt. So, wir dürfen mal eigentlich 100 fahren, was dümpeln wir eigentlich noch mit 70 hier rum oder 80?
Ja, die Sonne ist ziemlich wolkenfangen. Es ist mächtig viel Güterverkehr. Aber gut umgesetzt. Na, mal gespannt, ob wir es pünktlich schaffen, nach Koblenz zu kommen. Ich salze es ja dann erstmal Bulei. Das ist auch nur der einzige Zwischenhalt. Dann ist halt dann schon Koblenz Hauptbahnhof. Alles schön grün, wunderbar. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit von der 143 sind auch nur 120. Jetzt dazu. Scheint wieder was zu kommen. Und 6:28 und ein Güterzug in Warteposition. Also ich denke mal eher, der bekommt das dann seine Ausfahrt, nachdem der jetzt der 6:28er durch war. Oh, da steht mit seinem Waggons auch. Mit anderthalb Wagen im Bahnsteig dran. Zwanzig Minuten bis Bulei. Na, schauen wir mal. Aber fährt sich gut, muss ich sagen.
so ein bisschen Steigung und Gefälle drin. Da müssen wir gleich die Geschwindigkeit auf 110 minimieren. Ja, gehen wir mal runter. Ja, ein bisschen Sonne. Dann ist es doch noch besser zu werden. Also mit Güterverkehr ist nicht gespart worden. Also einiges los. Hört man die ganzen Relais schalten. Naja, wir haben ja unsere 100 eingestellt. Die fahren wir jetzt auch nur noch. Jetzt kommen wir wieder 130. Ha, geht ja nicht mehr. Bei 120 ist Schluss. Also scheint das auch die Höchstgeschwindigkeit von der 143 hier zu sein. Block kaputt. Halten wir mal kurz ab. Hauptschalter wieder rein.
Ja, weiß der Teufel, was das jetzt war. Vielleicht hat es geholfen, mal eben kurzzeitig den Leistungsschalter auf Null zu setzen, dann mal den Hauptschalter kurzzeitig rauszunehmen und wieder rein. Eher jetzt runter auf 100. Und hier ist die 181. Die fehlt jetzt natürlich hier in unserem Gespann. Da reicht sie wieder in der 4,25. Da wird schon fleißig geschuftet. Ja, bislang sollten wir pünktlich sein. Ohne Zwischenfälle. Hoffen wir, dass es so bleibt. Das war jetzt eine Einzellok. Ich denke mal, das ist eine Überführungsfahrt gewesen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, die fährt zu einem Kaffeeklatsch. So, Geschwindigkeitsreduzierung auf 100. Werden sogar gleich nur noch 80. Das fängt sie wieder an.
dass mir noch jemand vor die Lok hüpft. Da ist leichtes Gefälle drin. Das sieht man. Oh, ein Sandwich. Würdet ihr auch dann im TSW in dem nächsten Szenario von mir sehen? Ein Intercity Sandwich. Ja, wir machen immer schön Gewicht. Lotus Simulator CMS 21 OMSI Train Simulator Classic Train Sim World, aber nicht so ob TSW, ganz klar, das hatte ich ja schon vorangekündigt. Was da ist, wird halt mal Let's Play. Der Spitzenreiter natürlich dann immer noch hier Train Simulator Classic, weil die Möglichkeiten einfach größer sind. Wie gesagt, also das nächste Let's Play Video kommt dann vom OMSI. Das macht sie wieder rum, Faxen hier. Mal wieder runter auf die 90. So, in 5 Minuten sollen wir laut Plan in Bulai sein. Mal schauen. Wollte ich gerade sagen, jetzt fährt uns das Auto da linker Seite in die Gleise rein, aber der verschwindet ja vorher.
Oh, sieht auch schön aus. Nochmal in Intercity. Aber mit was er jetzt bespannt war, konnte man nicht erkennen. Jetzt noch mal ein Stück Tunnel und dann kommt auch schon Bulleye. Das wäre jetzt auf der Anfahrt. Boah, wir sind pünktlich. Also wie gesagt, lieber Malte, die Ansagen sind sehr leise. Sehr leise. Vor lauter Fahrmotorlüfter hört man davon gar nichts. So gut wie. Aber bislang, muss ich jetzt echt sagen, ist das ein Szenario, das mir gut gefällt. Bin auch sehr auf den zweiten Teil gespannt. ...43 geht's weiter. Aber wir sind gut pünktlich, absolut super pünktlich. So, einmal die Türen auf, bitte. Was für eine himmlische Ruhe. So, naja, es ist also. Ui. Guck Miller. So, das war für uns das Abfahrtssignal. Ja, dann lösen wir die Bremsen und fahren auch schon weiter. Wir lassen mal die SIFA raus. Nächster Halt, Koblenz Hauptbahnhof. Blinkt das Signal jetzt dann oder täuscht das? Na, das täuscht. Okay.
Nun gut. Brauchen wir eh nicht weiter zu beschleunigen, weil es geht eh jetzt gleich wieder runter auf 80. Na, ich schon Gesamtkilometer bis zum bis nach Koblenz. Boah, 55 Kilometer immerhin. Das war jetzt nicht schnell genug runterzukommen. Jetzt habe ich die erste Zwangse drinne. Also die erste Zwangse. Na gut. Hätte ich vielleicht vorher runterbremsen sollen. Es ging nicht schnell genug. Verließ mich dann eben halt auf dem Tempomat. Leute, was soll ich euch sagen, wenn ich da raus aus dem Fenster gucke? Es regnet schon wieder. Hat ja auch schon lange nicht mehr geregnet. Unfassbar. Thank you.
Ja, noch mal grobe Baustelle. Tunnelarbeiten oder wie sieht das hier aus? Schön. Oh, der ist schon ein Stückchen länger her. Das Ende des Tunnels ist auch in Sicht. Doppeltraktion an 151. Ich denke mal, wenn der Zug mit Kies beladen ist, dann brauche auch die Zugkraft. Hier da rein. Schön aus. Oben versucht sich die Sonne ein bisschen durchzustrücken. Reingegenden sind die sind richtig schön.
Ein Besuch lohnt sich dort immer, egal welche Seite. Die Rheingau-Seite. Wir in dem Fall nach Rüdesheim. Runter bis nach Eltville. Szenarios hier für den Train Simulator. Das nächste dann, wie gesagt, erstmal Hagen siegen. Danach folgt der erste Teil ICE 3M nach München. Von München aus dann im zweiten Teil weiter nach Augsburg. Titel habe ich jetzt nicht im Kopf. Ein Szenario auf der U-Bahn Hamburg erwartet euch, auch kurz vor der Fertigstellung. Dann ein angefangenes Szenario auf der Strecke Frankfurt Highspeed, dann mit dem Regionalexpress 4573, der von Frankfurt nach Mannheim geht. Allerdings, er sollte eigentlich ursprünglich als Spielerzug mit dem Flirt 1 sein. Aber da mir der Sound nicht gefällt und der auch zu leise ist, kommt dann statt der Flirt 1 von der DB Regio eben halt die Zero HC zum Einsatz. Lasst euch überraschen, auf dem Titel, das ist dann alles beschrieben. Das sind ja so die nächsten Folgen, die kommen werden, hier für den Train Simulator Classic. Eine kleine 3- oder 4-Teiler-Serie steht auch an im Car-Mechanik-Simulator. Lasst euch erstens mal auf den dritten Teil überraschen, wie der BMW aussehen wird, den wir restauriert haben. Eine zweite Restauration steht bevor. Im Car-Mechanik-Simulator wird der Emden Jager genannt, ist aber vom Aussehen her ein Golf 2 und den werden wir ebenfalls auch restaurieren. Wir haben die Werkstatt ein bisschen erweitert. Alles demnächst. Alle ausführlichen Informationen, klar wie immer, in den entsprechenden Bereichen auf Discord. So. Ups, ich fahre schon die ganze Zeit 100, obwohl nur noch 90 erlaubt sind. Das geht sogar runter auf 80. Zwischendrin dann mal immer wieder ein Let's Play Video mit Bluetooth Simulator. Also unser Kanal hat einiges zu bieten an Let's Plays sowie selbst erstellte Szenarien. TSW und TSC.
Hauptstrecke, Hauptschalter raus. Ach, der war draußen. Ach, und kurz den Stromabnehmer runter. Aber den können wir wieder hochnehmen. Also jetzt allerdings sind wir noch in dem Bereich von der Schutzstrecke. Dann schmeißen wir den Hauptschalter wieder rein. Hier ist einiges an 425 unterwegs. Zugewachsener Bahnsteig. Ankunft soll in Koblenz sein um 8.25 Uhr, also grob geschätzt noch 22,5 Minuten. Warten der seine Lok? Ach, hier unten. Wieder auch ein bisschen im Wege rum. Aber ich denke mal, der will hier auf unser Gleis. Deswegen steht er dort. Na schön. Wenn dem so ist, dann ist es eben halt so. Um
oben scheint wieder eine Burgruine zu sein. Ja. Gibt es ja im... Ja, ist es auch. Schön gemacht. Gibt es ja im Rheinland sehr viele. Oh, da hat es aber was zu ziehen hier. Schön. Warte, wir würden andere wieder sagen, nice. Kommt man nicht damit. Oh, hier ist dann noch was. Was geht denn jetzt ab hier? Die überfahren sich ja bald alle. Ob der auch noch raus will? Ach, der ist gar nicht aufgerüstet. Okay. Der ist ja gar nicht aufgerüstet. Das greifen wir mal ein bisschen runter, weil wenn jetzt die Opas und Omas halt einen Zug fallen, kann ich es auch nicht ändern. So schlimm war es jetzt auch nicht gewesen. Binnenschiff. Vielleicht eine Minute, anderthalb Verspätung. Was die letzte Zwangse, die wir erlitten hatten. Ja. Vielleicht haben wir es auch schon wieder rausgefahren. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ein bisschen bergig auch hier. Einige Binnenschiffe hier unterwegs.
Oh, ein bisschen Luft hier rein. Das war mal Bahnhof hier. Ach nee, ist sogar noch in Betrieb, okay. Jetzt war da wieder eine Zwangsrede gekriegt, wenn ich nicht hier auf die SIFA hätte geachtet. Dreier gespannt. Die fahren auch zu einem Kaffeeklatsch. Aber eher eine Überführungsfahrt in Werkstatt oder was weiß ich auch immer. Keine Ahnung, was an den Maschinen kaputt ist. Also nur ungefähr 13 Minuten bis nach Koblenz Hauptbahnhof. Oh, schön. So eine Art Stadttor. Da ist nochmal. So sieht das aus. So, wir erhöhen mal wieder ein bisschen. Was kommt uns hier entgegen?
Güterzug auf jeden Fall. Bespannt mit einer 143. Das ist eine Talbrücke. Könnte auch eine ICE-Brücke sein. Oder auch Autobahnbrücke, natürlich. Mein Gott. So, offiziell 9 Minuten bis Koblenz. Regionalexpress bespannt mit einer 143. So, dann werden wir wieder runterregeln. Ich wollte schon sagen, beruhig dich ja mal, Mensch.
So, 70. Na schön. Ja, wir sind schon ziemlich in der Nähe, also ich denke mal schon alleine deswegen auch die Geschwindigkeitsreduzierung. Oder die Befreiung. Ach, diese blöde Sifa, ey. Das habe ich aber wirklich gepennt. So, der Bremse ist schon wieder gelöst. Na gut, wir stehen jetzt hier keine Minute. Also, zwei Zwangsen, sage ich euch. Zwei. Ich hoffe, dann bleibt es jetzt auch dabei. Diese bescheuerte Sifa. Ungefähr 2,5 Kilometer. Aber trotzdem ein schönes Szenario. Muss ja nicht immer was Gravierendes los sein. Halt mal eine kleine Reise. So, wir kommen an unser Ziel.
für den ersten Teil. Zwangse Nummer 3. Mit so knapp 2 Minuten Verspendung. Ach, das ist doch geschenkt, ist das doch. 3 Zwangsen. Ich finde das okay. So, Freunde, willkommen in Koblenz. Da sind wir. Wunderschön. So. Dann muss ich sagen, das hat mir Spaß gemacht. Grüße gehen raus an Malte Jensen. Die Ansagen sind sehr leise. Durch den Krach von der Lokomotive versteht man sehr wenig. Ansonsten hat es Spaß gemacht, das Video bzw. das Szenario zu Let's Playen. Bin auf den Teil 2 gespannt. So, Freunde, das war's mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich verabschiede mich hier aus Koblenz. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert das Video, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Let's Play Video verpasst. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Let's Play Video. Ciao, ciao, bye, bye.